So, tada! Rätsel gelöst. Ja, Rätsel gelöst. Gleich mal hacken. Finde ich gut, gefällt mir. Nur wer hat da jetzt gehackt? Da fällt mir so ziemlich der Zusammenhang an. Harper kann es nicht gewesen sein. Harper ist weg. BWET Talk Radio. Hallo, hier ist der Trümpfelschaden. Hallo da draußen. Ihr hört Backwoods Radio. Hier sind Bobby und der Duke. Später in der Sendung Bobbys Top-Thema. Das Thema heute: Wildunfälle. Tödlich oder köstlich? Ruft an und sagt uns eure Meinung. Nun erstmal der Duke mit den Top-News des Tages. Die Rancho Health Corporation hat die Quarantäne auf den kompletten Großraum Yelltown erweitert. Bisher ist unbekannt, wie viele Menschen von der nicht identifizierten viralen Infektion betroffen sind. Wir haben mit RHC-Geschäftsführer Patrick Rancho gesprochen. Eine weitere Verbreitung der Infektion konnte erfolgreich aufgehalten werden. Mhm. Die medizinische Betreuung Yelltowns ist hervorragend. Die Menschen im Umkreis haben nichts zu befürchten. Der Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für die heutige Nacht herausgegeben. Okay. Ah! Aufwachen, Sonnenschein! Hey, Officer, ich bin's, Happy. Ich hatte gerade ein wirklich interessantes Telefonat mit dem guten alten Oberkommando. Hat sich herausgestellt, dass ich in Yelltown nicht gesehen habe, was ich dachte gesehen zu haben. Muss mich da wohl vertan haben, was? Ich dachte nämlich, ich hätte dich und deine RHC-Kumpels unschuldige Menschen töten sehen. Muss wohl mal zum Augenarzt, was? Es ist nur so, ich kam irgendwie noch nicht dazu, irgendwem zu erzählen, dass ich einen von euch RHC-Affen in meinem Keller habe. Du bist jetzt eine Woche hier. Ich werde ein wenig ungeduldig. Wie wär's, wenn du endlich mit der Wahrheit rausrückst? Ich bin unschuldig, ich will sofort meinen Anwalt sprechen. Könnte ich wohl ein Glas Wasser haben? Oh, das ist eine gute Frage. Könnte ich wohl ein Glas Wasser haben? Süß. Dankeschön. Aber so kommst du mir nicht davon. Aber ich arbeite nicht für die RHC. Sie müssen mir glauben. Denkst du, ich nehme dir deine lächerliche Story mit der Verkleidung ab? Denk mal genau drüber nach und erzähl mir was, das ich glauben kann. Wir versuchen, eine Heilung für die Krankheit zu finden. Ich bin nur ein harmloser Bastler. Ich habe keine Ahnung, was hier eigentlich läuft. Ich brauche jetzt wirklich ein Glas Wasser. Ich bleibe beim Glas Wasser jetzt. Ich brauche jetzt wirklich ein Glas Wasser. Mein Mund ist ganz trocken von... Naja... Hauptsächlich aus Angst. Na gut, wenn du zu ausgetrocknet zum Reden bist, bleibt mir nichts anderes übrig, als dieses Verhör hier und jetzt zu beenden. Warten Sie! Nein! Ah! Verdammter Mist! Nicht das Funkgerät! Hm. Ach, verdammt! Es ist kaputt. Ach so? Laub? Was? Laubbläser, was sein Teil so gefährlich war. Balken. Das Seil ist zu straff gezogen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich hab deine Idee. Kann man es schneiden? Ich komm nicht ran. Und Pfeile? Ich glaub nicht, dass die Pfeile mir hier weiterhelfen kann. Okay. Weil sie nimmt mir alles ab, bis auf sein Multitool. Dead Logic. Flaschenöffner? Hallo, Flaschenöffner. Das ergibt keinen Sinn. Ja, okay, gut, von mir aus. Aber die Zange. Das fühlt sich nicht wie eine Zangensituation. Ja, deine Schere. Ich komm nicht ran. Echt jetzt? Bist du eigentlich behindert? Pfeile gegen Schraubenschlüsseln? Ich glaube nicht, dass ich das Schraubenschlüsseln sollte. Ja, schon kapiert, aber was dann? Ziemlich useless, mein Freund. Nee, geh mal weg. Ich könnte nach Hilfe rufen. Aber das würde sie vermutlich merken. Ja, logischerweise würde sie das merken. Das heißt, wir müssen irgendwas mit dem... Hä, ist ja eigentlich doof, warum geht es mit dem Messer nicht? Ich komme nicht ran. Ich wüsste nicht, wie ich den Schraubenzieher. Ja, ich auch nicht. Uff. Hat sie das gordische Knotendiplom? Das Seil bewegt sich kein Stück. Puh.
Mir gefällt es nicht, mit dem Ding in einen Raum gesperrt zu sein. Glaube ich. Lassen Sie mich jetzt einfach so hier sitzen? Hör auf rumzuheulen. Sobald das Funkgerät funktioniert, bin ich wieder bei dir. Ich könnte das Funkgerät wahrscheinlich reparieren, wissen Sie? Halt einfach mal die Fresse! Verdammt! Skrupellose Frau. Wahrscheinlich ist es die Sicherung. Wenn die Sicherung raus wäre, wäre das Licht aus, Kleiner. Ich meine eine Sicherung im Funkgerät. Lassen Sie mich einfach mal reinschauen, okay? Du hattest ganz schön Schiss, als der Blitz eingeschlagen ist. Ich dachte, Sie erschießen mich. Du hast geschrien wie eine Pfadfinderin. Das war mein Schlachtruf. Oh ja? Ich sag dir was. Wenn deine Bastlergeschichte wahr ist, reparier mein Radio. Okay. Okay? Ich hab noch nie ein Radio repariert, während mich jemand mit einer Waffe bedroht. Schraubendreher. Okay, schauen wir mal. Aha, eine durchgebrannte Sicherung. Hab ich doch gleich gesagt. Dann reparier das mal, wenn du so klug bist. Ich schau mal, was sich machen lässt. Gut, da haben wir Zigarettenschachteln. Aha, ein Hinweis. Moment mal, das ist kein Hinweis. Das ist eine schäbige alte Kippenschachtel. Eine Schachtel Katar Gold. Nichts drin. Abgesehen von einem Stück Alufolie. Ah. Könntest du mal zuschneiden? Nein, es ist kein... Das will ich nicht schneiden. Ja, guck dir mal die Alufolie aufs Radio. Ha! Ich kann die Sicherung mit der Alufolie überbrücken. Mal sehen. Du hast es geschafft. Fesseln Sie mich jetzt wieder an dieses Ding? Nun, wenn deine Geschichte stimmt, lass mich das Funksignal hören, von dem du erzählt hast. Das Signal war ziemlich schwach. Ich bin nicht sicher, ob Ihr Funkgerät... Ich meine, ich versuch's. Wow, hier kommt es sogar deutlich besser an. Finde ich jetzt nett. Komm mit nach oben. Ich mach uns einen Kaffee. Kaffee ist eine gute Idee. Kaffee ist toll. Danke für den Kaffee. Das ist ja gut. Ich bin immer noch wütend. Nee. Danke für den Kaffee. Das tat gut. Die alte Mischung meines Vaters. War wohl das Mindeste, nachdem ich dich gefesselt habe und so. Mein Name ist Aberrant Jervis. Ich bin die Parkrangerin hier in Greystone Woods. Eine Parkranger? Ich dachte, du wärst so eine Art Guerilla-Cop. Nein, viel schlimmer. Mehr sowas wie eine Guerilla-Parkrangerin. Nun, ich habe eine Menge Zeit verschwendet. Ich muss zurück nach Yaletown. Ich muss Professor McBride in Halliwell kontaktieren. Ja. Ich muss den Kanister nach Port Nicola bringen. Und was dann? Wir wissen nicht einmal, ob deine Freundin und dieser Professor aus Yaletown fliehen konnten. Ich bin sicher, dass sie es geschafft haben. Und ich muss diesen Kanister zu Professor McBride bringen. Hör mal, ich werde dich nicht mit diesem Seucheneimer in der Bauchtasche ins Nirgendwo spazieren lassen. Du kannst immer noch genauso gut ein RHC-Äffchen sein, das gut lügen kann. Du bist ein RHC-Äffchen. Nee, was machen wir dann? Was machen wir dann? Pass auf. Ich habe dein Signal tatsächlich schon mal gehört. Manchmal stört es den Empfang des Autoradios oder der Walkie-Talkies. Und dieses Symbol auf dem Kanister. Ich bin mir sicher, es schon mal gesehen zu haben. Irgendwo in Greystone Woods. Du meinst, hier im Wald ist auch ein RHC-Camp? Vielleicht. Es gab schon immer diese Geschichten über Menschen, die sich tief in den Wäldern verstecken. Ich wette, dein Signal kommt hier aus Greystone. Ah ja, dann müssen wir hier weg. Polizei rufen? Nö, hier. Dann müssen wir hier weg. Lauf davon, wenn du willst. Aber der Kanister bleibt hier. Ich dachte, du willst deinen Freunden helfen. Oh, also schätze ich, wir suchen nach der Quelle des Signals? Falsch. Du suchst nach der Quelle des Signals. Ich bleib hier und zertrümmer jedem gelben Anzugträger, der versucht, an den Kanister zu kommen, die Kniescheiben. Naja, jo, leicht aggressiv, ich könnte das Signal triangulieren.
triangulieren? Wie funktioniert das? Ich brauche eine Karte und einen Empfänger. Wenn ich das Signal von den zwei höchsten Punkten in Greystone empfange, sollte ich die Quelle finden können. Na gut. Ich kann dir eine Karte geben. Das ist schon mal ein Anfang. Und wenn du irgendwelche Fragen über die Gegend hast, komm zu mir. Okay. Wir gucken uns ein bisschen um, Ofen. Heißer Ofen. Mach nur deine Witze. Im Winter ist er unersetzlich. Selbst wenn draußen der Wald zufriert, brauche ich hier drin keine warme Decke. Okay. Holz? Jarvis hat einen soliden Holzvorrat. Ich wette, sie könnte sich hier wochenlang verschanzen. Noch länger, wenn ich dich esse. Waffen? Sieh dir all diese Waffen an. Ist Jarvis in Panem aufgewachsen, oder was? Was gibt's hier noch? Schreibmaschine. Das Neueste vom Neuesten, was? Ach, diese modernen Dinger sind nichts für mich. Ich mache all meine Berichte handschriftlich. Naja, wenn du meinst, und Geweih? Diese Leute, die Tierköpfe an ihre Wand hängen, sagt so viel wie, ich werde dich nicht umbringen, aber ich könnte. Ja, ist doch mal nett. Ah, guck mal, Hedwig. Die Eulen sind nicht, was sie scheinen. Mhm. Poster? Warnungen vor wilden Tieren, Lagerfeuern, Entführungen durch Außerirdische, das Übliche. Ja, dann haben wir hier noch wen? Bild? Von ihrem Vater? Freund? Ex-Mann? Irgendein vergreister Parkranger. Das ist Vater. Ich meine, positiv vergreist. Lol. Laut diesem Zertifikat ist Jarvis die beste Scharfschützin des Countys. Das ist beeindruckend. Ich war noch nie der Beste des irgendwas. Das ist ja schon mal eine Leistung. Du musst ja auch erstmal hinkriegen, dass du gar nichts kannst. Kollege. Mit dir nochmal kurz quatschen, dann geh mal los. Hey. Hey. Wie kommst du voran? Wegen des Signals, Okay. Irgendeine Idee, wo du das Symbol von dem Kanister schon mal gesehen hast? In einen Baum geschnitzt? Auf einen Stein gemalt? Nein. Nein, daran würde ich mich erinnern. Es kommt mir sehr bekannt vor. Ich weiß nur nicht, wo ich es gesehen habe. Das hilft mir nicht weiter. Aber ich halte die Augen offen. Okay, wir sind mitten im stimmt's? Wir sind mitten im Nirgendwo, stimmt's? Leicht nördlich davon. Greystone Woods ist ein wunderschöner, riesiger Nationalpark. Willkommen in der Natur. Ja, viele Bäume. Oh ja, Greystone Woods ist weltberühmt für seine weitläufigen Nadelwälder. Aufregend. Was wolltest du nochmal von mir? Weiß ich auch nicht. Die Straßen scheinen ziemlich ruhig zu sein. Ah ja. Die Straßen scheinen ziemlich ruhig zu sein. Wir nennen sie hier Pfade. Genieß deinen Aufenthalt und tritt nicht in irgendwelche Bärenfallen. Seltsamer Geruch? Was ist dieser seltsame Geruch? Natur. Ihhh. Ist ja widerlich, die Gegend hier ist seltsam. Die Gegend hier ist seltsam. Mir gefällt Yeltown besser. Oh, ich nehme an, die Aussicht auf atemberaubende Naturkulissen können es mit dem Schrottplatz von Yeltown nicht aufnehmen, was? Wenigstens sind hier nicht alle tot. Das war gemein. Naja, tut mir leid. Ich mag's nur nicht, wenn Leute schlecht über Greystone sprechen. Das ist alles. Nee, jetzt haben wir gefragt. Sind wir auch gut? Bis später. So. Wiedersehen. Sehr geehrter Mann, wir machen hier einen Cut, weil ich krieg langsam irgendwie rum auch immer Kopfschmerzen und ja, das ist nicht so toll. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ne? Tschüss. So, sehr geehrter Herr, also wir können sogar ein Stück. Jetzt geht's mir wieder besser. Jetzt können wir weitermachen mit dem Ganzen. Wir haben uns hier alles angeschaut. Auch Hedwig in der Wand. Jupp, dann raus mit uns. Die Tür ist verschlossen. Wenn du deinen Balken vermisst, kann ich dich jederzeit wieder fesseln. Nein, danke. Lieber nicht. Hä, ich soll doch... Hä, bist du eigentlich behindert? Karte? Greystone Woods Nationalpark. Ich soll doch herkommen und auf den nächsten Punkt hoch. Hey. Ah, jetzt. Wie kommst du voran? Gar nicht, weil ich nicht rauskomme, Mann. Signals? Wegen dieses Signals. Wie kann es sein, dass du nicht weißt, woher das Signal kommt? Glaubst du wirklich, dass sich irgendwelche Leute im Wald verstecken, was ich mache? Was mache ich, wenn ich den Ursprungssignal finde? Lass uns über was anderes reden. Hier. Wie kann es sein, dass du nicht weißt, woher das Signal kommt? Du bist die Parkrangerin, du solltest dich hier besser auskennen als jeder andere. Ja, Vater hat mir alles beigebracht. Ich kenne den Wald besser als die Eichhörnchen.
Aber Greystone ist groß. Wir können nicht alle verlassenen Verstecke, Hütten und Bunker absuchen. Meintest du nicht, du könntest das Signal durch Triangulation orten? Hier. Ich muss die zwei höchsten Stellen in Greystone finden. Dann kann ich das Signal durch Triangulation orten. Warum benutzt du nicht die Karte, die ich dir gegeben habe? Sie hat Höhenangaben. Weil die verfickte Tür geschlossen ist, du doofe Kuh. Ich brauche einen Empfänger für die Triangulation. Kannst du mir einen geben? Nichts Transportables. Tut mir leid. Glaubst du wirklich, dass sich irgendwelche Leute im Wald verstecken? Vater hat es nie geglaubt. Aber ich habe seltsame Dinge gehört. Seltsame Lichter im Wald gesehen. Rammelnde Eichhörnchen oder was? Das klingt wie eine schlechte Gruselgeschichte. Ich frage mich, ob die Menschen im Wald etwas mit dem Angriff auf Yeltown zu tun hatten. Und was machen wir? Was mache ich, wenn ich den Ursprung des Signals finde? Such nach allem, das uns helfen kann, zu verstehen, was diese Leute machen. Und stell auf jeden Fall diese verdammte Übertragung ab. Okay, das sollte ich wohl hinbekommen. Aber sei vorsichtig. Vielleicht sind sie noch dort. Lass uns über was anderes reden. Nein, bis später. Wiedersehen. Kann ich jetzt zur Tür raus? Die Tür ist verschlossen. Wenn du deinen Balken vermisst, kann ich... Nein. Hä? Ach, da drüben geht's noch lang, okay. Ach, da geht's nur in den Keller runter. Jettele. Jetzt sieht man die Tür, denkt so, ich muss da hin. Pogchamp, was das? Alles hier? Ich war mir nicht so sicher, ob ich die Hütte nochmal von außen sehen würde. Glaube ich. Schild? White Rock Ranger Station. Greystone Woods Nationalpark. Kräuter? Ich sollte nicht einfach irgendwelche Pflanzen im Wald pflücken. Wieso? Sie könnten giftig sein oder so. Ja und? Was dahin geht, weiß kein Mensch. Was war das? Haben wir gerade aufgeklickt, oder? Colonel Arbroath Jarvis. 1924 bis 2000. Am regendichten Rock, festen Schuhen und einem im Walde geschnittenen Stab sollte mich erkennen. Whitman. Regendichten Rock? Sieht so aus, als würde sich Ups. Colonel Ab. Am regendichten Rock. Festen Schuhen. Okay. Sieht so aus, als würde sich Rangerin Jervis gut um ihren Vater kümmern. Na gut, ist ja nicht schwer. Da liegt er da einfach so tot. Aber okay. Der Pickup-Truck der Rangerin. Damit fährt Jervis durch den Wald und erschreckt die Leute. Der Pickup hat eine Seilwinde. Die ist wahrscheinlich, um Touristen aus Sümpfen zu ziehen und sowas. Ja, vermutlich. Was haben wir da noch? Ich brauche keine Steine. Sag das nicht. Gehen wir mal rechts lang. Hütte, Farm, Diner. Mit Höhenangaben. Müssten da zu Oak Mountain eigentlich hoch. 5700 und Matt Peril eigentlich mit 5817 Fuß. Gehen wir erstmal zur Farm. Hat aber eigentlich zigtausende Kilometer gefühlt vor sich, aber gut, ist ja nicht mein Ding. Kräuter. Ah, Kräuter. Die pflückt man jetzt, oder? Ich sollte die nicht anfassen, ohne zu wissen, was das für Pflanzen sind. Traktor? Der Traktor des Farmers. Sieht noch ziemlich gut aus. Im Gegensatz zu dieser Scheune. Ey, mach die Scheune nicht schlecht. Eine große, hölzerne, scheunenähnliche Struktur. Ihr Zweck unbekannt. Ich bin zu 90% sicher, dass keine Leichen in dieser Scheune sind. Wobei ich nicht vorhabe, es zu überprüfen. Scheune, 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 Trecker, Silo. Ein Metallsilo. Vermutlich zur Getreideaufbewahrung. Also nichts Ungewöhnliches. Silo haben wir da, das ist noch Silo. Und zeigt er da nichts an? Das ist... Ah, weil es Kräuter sind. Nimmt dann das mit. Ich sollte nicht einfach irgendwelche ja, ja, giftig ja, sein ja, oder ja, so. Ja, ja, jetzt fresse. Was haben wir hier? Ja, Opi, was geht? Da geht's noch weiter. Farmhaus. Ein schönes, großes Bauernhaus. Aber wer will hier draußen mitten im Nirgendwo leben? Opa, da war er doch schon.
Geh mal zu ihm hin. Stell dich erstmal vor, sag hallo. Hallo. Yep. Was machen Sie da? Was machen Sie da? Ich beschütze meine Farm, Fremder. Der Sturm hat die Stromversorgung lahmgelegt. Hab kein Licht mehr. Der elektrische Zaun geht auch nicht mehr. Wovor genau beschützen Sie Ihre Farm? Wölfe, Kojoten, Schnappschildkröten, vor Raubtieren, Schmarotzern und Mistviechern. Ich sehe hier keine Schmarotzer. Wenn du willst, dass die Bären auf deinen Blumenbeeten rumtrampeln, nur zu. Mein Grundstück wird beschützt.